Hey, hast du auch schon davon gehört? Es soll Tomb Raider Ultimate Experience rauskommen und das schon Ende August. Du weißt noch nichts davon oder möchtest mehr davon wissen? Dann bleib dran. Tja, jetzt haben sie meine volle Aufmerksamkeit. Aber ob ich auch ihre habe? Hallo! Ja, um dieses Bild hier soll es gehen. Und zwar, die Gerüchteküche kocht heiß her, seitdem dieses Bild im Internet kursiert. Und ich habe versucht, durch ein paar Internetseiten mich zu informieren und habe gedacht, ich mache mal hier dieses Video dazu. Ja, worum geht's? Und zwar Tomb Raider The Ultimate Experience steht hier auf diesem Bild und es sind drei Spiele zu sehen und es soll schon am 27. August rauskommen. Ja, und nu? Jetzt glaubst du den Scheiß oder was, nur weil da so ein Bild im Internet rumkursiert oder wie? Ja, was hast du denn jetzt auf einmal zu melden? Ja, ist doch wahr. Das kann jeder machen, der sich ein bisschen mit Photoshop auskennt. Das sagt noch gar nichts. Ja, recht hast du natürlich. Dieses Foto ist auch tatsächlich nicht offiziell. Aber, bevor du mir jetzt wieder ins Wort einfällst, The Ultimate Experience ist tatsächlich schon als Marke gesichert worden von Square Enix. Ja, das ist ja nichts Neues. Schon seit 2018 haben sie den Namen gesichert. Ja, das stimmt zwar, aber jetzt im Juni 2020 haben sie sich die Marke nochmal neu gesichert. Das natürlich jetzt zu Gerüchten führt, was sie jetzt damit anfangen wollen. Und jeder Tomb Raider-Fan möchte natürlich wissen, was jetzt geplant ist. Ach so, und darum das Video jetzt hier und dann so eine Aufruhr zu machen? Ach, ich weiß ja nicht, aber du hast recht. Ja, es macht natürlich neugierig und auch ich als Tomb Raider-Fan möchte nur absolut wissen, was da jetzt Sache ist. Gut, dann halt die Klappe und hör mir doch einfach mal zu. Und an dieser Stelle steige ich immer aus. Dass jetzt die alten Tomb Raider-Teile, so wie sie hier auf dem Bild zu sehen sind, da ist nämlich Tomb Raider 3 als Beispielbild, denke ich mal, zu sehen, dass die auf die neuen Konsolen oder jetzt nochmal für den PC, man kann sie ja immer auf dem PC ja auch sowieso schon zocken, nochmal neu rauskommen. Das glaube ich nicht. Aber wer weiß. Ne? Das ist halt auch nur ein Gerücht. Aber was mich sehr freuen würde, ich als Konsolistin, wenn hier Anniversary oder Legend oder Underworld, was alle drei auch mal schon mal im Bundle für die PlayStation 3 gab, jetzt auch mal nochmal für die PlayStation 4 rauskommen würde, würde mich auch sehr, sehr freuen. Ganz genauso auch mit Guardian of Light. Auch das ist zum Beispiel so ein Spiel, das gab es nur für die PlayStation 3. Seht ihr jetzt auch hier im Hintergrund das Intro. Ja, auch das würde ich mega feiern, wenn es nochmal für die PlayStation 4 rauskäme. Die alten Teile willst du nochmal zocken? Naja, also für mich steht Ultimate Experience eher dafür, dass die neuesten Tomb Raider Teile, und zwar Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider und Shadow of the Tomb Raider im Bundle im Namen des Ultimate Experience rauskommen würde. Das habe ich nämlich gelesen. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Das wäre natürlich auch mega nice. Auch das könnte ich mir gut vorstellen, dass es sowas rauskommen würde. Vor allen Dingen für die PlayStation 5. Sicher ist auf jeden Fall, dass es diesen Markennamen gibt und dass es etwas Neues für uns Tomb Raider-Fans bald zu kaufen gibt. Was es dann ist, es bleibt spannend. Spätestens am 27. August wissen wir ja, wie viel an diesen Gerüchten und an diesem Bild tatsächlich dran ist. Ja, und das nächste Mal kriegst du wenigstens einen Zopf. Ein Tomb Raider-Fan hat einen Zopf. Hä? Bist du bekloppt? Wieso das denn jetzt? Ich kann doch tragen, was ich will. Ich habe halt offene Haare und du einen Zopf. Naja, egal. Immer dieses negative Denken. Wir können gespannt darauf sein, was als nächstes kommt. Und jetzt frage ich euch, was findet ihr denn da dran gut? Wenn es denn wirklich ein neues Ultimate Experience Bundle Paket geben wird, was würdet ihr feiern? Welche Spiele sollten darin enthalten sein von The Tomb Raider? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Genau, lass uns darüber diskutieren, was besser aussieht, mit oder ohne Zopf. Das wäre doch mal gut, oder? Ja, das ist natürlich wieder so typisch für dich. Hauptsache dein Aussehen stimmt. Also, wenn ihr mich toll findet, oder meine doofe Zwillingsschwester. Hä, wie du doof, ey. Du bist doof. Ja, pst, jetzt ist gut. Also, dann abonniert uns doch oder drückt wenigstens das Däumchen nach oben. Das würde uns sehr freuen. Oder beziehungsweise mich. Und ja, wenn ihr das Glöckchen drückt, dann würdet ihr auch immer benachrichtigt werden, wenn ein neues Video online geht. Wir sollten diesen Dingen einfach mehr Respekt entgegenbringen. Habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Also, ich mag meinen Zopf.
Und irgendwann habe ich so lange Haare wie Lara Croft. Ja, ja. Musst du ja wissen, was du machst. Aber drückt bloß ein Däumchen für sie. Die will das unbedingt.